Früher verwendeten wir hier eine mechanische Crashbox. Bei einem Crash mussten wir den Brenner abbauen, mussten den Brenner in eine Leere geben, mussten den Brenner ausbiegen oder austauschen. Das bedeutet mindestens einen Zeitverlust von ca. 30 Minuten. Ja, zum Punkt der neuen Crashbox, die wir hier im Testbetrieb gerade betreiben. Das ist eine Magnetabschaltung. Der neue Brenner mit der Magnetabschaltung, ich kann den Roboter freifahren, ohne dass ich den Berührungssensor im Prinzip beschädige. Man klinkt den Brenner wieder ein und kann innerhalb kürzester Zeit wieder weiterschweißen, ohne einen kaputten Schweißbrenner, ohne irgendwelche Korrekturen an dem Programm oder an den Schweißnähten vornehmen zu müssen.